Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Live-Session in dieser Woche. Ganz ungewöhnlich, dass wir im WMUG zwei Live-Sessions haben in einer Woche und auch gleich noch zwei Live-Sessions, die so richtig aus der Praxis kommen. Ne, gestern mit Otto haben wir gehört, Fit to collaborate, also eher eine Methode, die auf die soften Faktoren eingeht. Heute geht es um ein, ja, wie soll ich das sagen, ne? Soft, hard. Es geht um ein anderes Thema, nämlich das Thema einer Taxonomie. Und was kann denn eine Taxonomie für das Wissensmanagement leisten? Und ich freue mich sehr, dass von der Robert Bosch GmbH, der Jürgen Eppmeier und der Lothar Meyer dabei sind, beide aus dem Bosch Corporate Information Center. Und Jürgen ist der Process Owner für diesen ganzen oder für viele Prozesse, die mit dem Wissensmanagement zu tun haben. Und Lothar Meyer ist der Application Owner für viele Tools, die mit dem Wissensmanagement bei der Robert Bosch GmbH zu tun haben. Aber was genau ihr tut und was euer Bereich so tut, um das Ganze einordnen zu können, ich denke, das erzählt ihr sicher auch kurz selbst. Und damit übergebe ich einfach gleich mal das Wort an euch beide. Ja, Vielen danke. Dank, Gabriele. Ich starte einfach mal Bosch oder die Robert Bosch GmbH. Was ist das überhaupt? So also viele haben ja da nur einen Bereich, nämlich den Automotive-Bereich im Kopf, aber wir sind viel mehr. Wir haben auch einen großen Teil für Industrietechnik, beziehungsweise wir engagieren uns in der Energie- und Gebäudetechnologie und natürlich, was vielleicht auch jeder kennt, sind die Haushaltsgeräte, die Bosch anbietet, beziehungsweise auch die Elektrowerkzeuge, die ja in jedem Baumarkt zu finden sind. Also diese vier Bereiche ist der Bosch und wir haben jetzt in 2020 einen Umsatz von etwa 71 Milliarden Euro gehabt und davon 2 Milliarden Euro als Ergebnis erwirtschaftet. Wir sind mittlerweile auch schon wieder ein bisschen mehr, knapp 400.000 Mitarbeiter, organisiert in 440 Regionalgesellschaften und Tochtergesellschaften in 60 Ländern. Also das ist so mal die Größenordnung, von der wir hier reden. So, und vielleicht noch als Überblick hier einige Marken von Bosch. Also wir sind nicht nur unter Bosch unterwegs, sondern ganz viele andere Marken, die gehören zu uns. Nur mal als Überblick. Ich denke auch, jeder hat irgendwo ein Bosch-Gerät zu Hause, auch wenn er es nicht wirklich wahrnimmt, weil die Sensoren, die in vielen IT-Geräten drin sind, also Handy oder Konsolen, sind von Bosch. Die sind ähnlich wie die ABS-Sensoren, die im Auto verbaut sind. So, jetzt CTD6, das ist unsere Abteilung. Wir sind zuständig für das Management, Technical Knowledge und Kompetenzmanagement bei Bosch als Zentralabteilung. Wir sind 23 Kollegen, die in Stuttgart-Feuerbach sitzen und wir treiben sozusagen zentral das Thema Wissensmanagement beim Bosch um. So, was tun wir? Wir beraten unsere Kunden und Partner zur effizienten und effektiven Nutzung von geeigneten Wissens- und Informationsquellen. Wir konzipieren und betreiben IT-Werkzeuge, um Wissen bereitzustellen und transparent und leicht zugänglich zu machen. Und durch unsere zentrale Einkaufsfunktion und die systematische Marktbearbeitung, die wir auch machen, stellen wir externe Fachinformationen dem Bosch zur Verfügung. Und last but not least, als Zentralstelle für die interbetriebliche Normung geben wir einerseits etablierte interne Standards in Form von Bosch-Normen heraus und andererseits beschaffen wir öffentliche oder sagen wir mal internationale überbetriebliche Normen, um die den Ingenieuren zur Verfügung zu stellen. So, nochmal, wer wir sind. Jürgen als Prozess-Owner für die Bosch Experts Organization ist auch verantwortlich für die Robert Bosch Centers of Competence. Daneben hat er das Thema der Expert Debriefing und er ist Setting-Owner für das Talent Development Programm. Also wir sind verantwortlich für die Ausbildung von Experten, ja, im Karrierepfad sozusagen. Und daneben gibt es noch ein Modul beim BES, das Bosch Product Engineering System, wo wir das Modul Competences betreuen. So, ich persönlich bin verantwortlich für das Tool Ask Bosch, unsere Answer Solution and Know-how Plattform, Frage-Antwort-Plattform und von der IT her für die Bosch Experts Organization. Und ich verantworte auch die Bosch Topic Areas, da kommen wir ja heute dazu. Und daneben betreue ich noch ein Knowledge Portal, den Tech Port für Ingenieure.
Ja, woher wir unseren Auftrag beziehen. Unser Gründer Robert Bosch hat vor 100 Jahren schon einen tollen Satz gesagt, nämlich in einer größeren, gut geleiteten Firma ist es meist nicht so, dass einer sagen kann, dass er das und das gemacht hat, sondern in so einer solchen Firma muss Zusammenarbeit sein und einer stützt sich auf den anderen. Das ist unser Auftrag. Wir wollen vernetzen, wir wollen Transparenz schaffen. Und dazu haben wir die Bosch Topic Areas, also eine Taxonomie, aufgebaut. Schon vor 20 Jahren haben wir das gemacht, um einfach Gleiches zu Gleichem sortieren. Jetzt, wie sieht das aus? Ich habe hier eine kleine Agenda, damit man so ein bisschen Überblick hat. Wir wollen zuerst ein bisschen auf die BTAs in der Terminologie eingehen. Was haben wir da für uns für Leitplanken gegeben? Dann wollen wir die Struktur vorstellen. Wir haben ein Lifecycle natürlich auch, also die BTAs leben, die sind nicht starr, die verändern sich. Auch wie man dann neue Themen in diese Struktur einbringen kann. Und natürlich dann auch, was bringt es uns und welche Visionen haben wir und wie kann man die Taxonomie und die Strategie in einen Hut bringen. So, wie sieht das aus, die Bosch Topic Areas? Also das ist eine Taxonomie mit sechs Ebenen und diese sechs Ebenen haben eine Logik und nämlich die Logik ist, die sind verknüpft über ist ein oder ist Teil von. Das habe ich hier als Beispiel mal gemacht, jetzt von unten nach oben, also das ist unten, das ist das Überthema. Wir kommen von unten, Stahl und Eisen ist ein Metall oder eine Metalltechnologie. Metalltechnologie ist eine Technologie und natürlich Materialtechnologie ist eine Technologie an sich. So, das ist die Logik, die dahinter steht. So, und dann muss man natürlich noch ein bisschen sich überlegen, wie nennen wir diese eigentlichen Themenfelder? Also wir haben da eigene Regeln. Zum Beispiel, wir wollen nur Substantive verwenden. Es soll die Einzahl sein. Es sollen keine Konjunktionen oder Präpositionen enthalten sein. Es sollen möglichst keine Sonderzeichen im Wort oder in dem Begriff auftauchen. Und wenn es jetzt ein stehender Satz ist, dann verknüpfen wir den mit dem Bindestrich. Das habe ich unten als Beispiel mal so aufgeführt. So sieht es auch aus. Kontrollierte Sprache. Also wir einigen uns im Prinzip auf einen Begriff. Manchmal ist es so, dass mehrere Begriffe verwendet werden. Die werden dann getrennt aufgeführt hier mit einem senkrechten Strich. Auch ganz wichtig, Abkürzungen. Viele leben ja mit Abkürzungen. Das heißt, die Abkürzung wird hier auch beigestellt. Das heißt, dieser Begriff, dieses Themenfeld sollte eindeutig gefunden werden und ist eindeutig benannt. Also, das ist ganz wichtig. Wir wollen ja Gleiches zu Gleichem sortieren. Jedes Themenfeld hat auch einen Status, weil, wie gesagt, die Struktur lebt. Und hier sieht man nochmal die Stati, die wir haben. Also, es gibt einen Vorschlagsstatus, dann sagen wir mal, als Draft oder beziehungsweise in Diskussion eingestellt, aber schon öffentlich sichtbar, dann natürlich verabschiedet, gültig und es gibt auch den Status ungültig. Das heißt, wenn wir ein Themenfeld umbenennen oder umschieben, weil es in der Hierarchie, in der Logik einen anderen Platz finden soll, dann bekommt es den Status 50 und wenn vorhanden, dann tracken wir in unserer Datenbank auch einen Nachfolger. Das heißt, wir vergeben immer nur eine eindeutige ID für unsere Themenfelder. Ja, genau. Danke, Lothar. Das ist jetzt der Überblick, also die alleroberste Ebene, so kann man sich das vorstellen, dieser Taxonomie. Das sind vier Säulen, die ich da erstmal erwähnen möchte. Das ist so ein bisschen, die Säulen spiegeln so ein bisschen die Ideen wider, die dahinter stecken. Die erste Ebene, das sind dann wirklich die Kästchen, die man sieht mit den Zahlen drin. Also die erste Säule ist, die umfasst Technologie und wir haben es Technologieanwendung genannt. Das zweite, das ist also so ein bisschen das, was man braucht, wovon man sich bedient, wenn man Produkte erstellt, wenn man Produkte herstellt, wenn man Produkte entwickelt, entwirft. Die zweite Säule ist eben das, was man machen muss. Das sind die internen Geschäftsprozesse so ein bisschen, die da abgebildet sind. Die Regeln, die Vorgaben, die Methoden, nach denen wir vorgehen. Das ist das, was man braucht, um Wissen anzuwenden und um die Technologie auch anzuwenden für diese Produkte, für das Entstehen der Produkte. Denn das Entstehen von Produkten, das ist ja das, wovon Bosch lebt und das ist das eigentliche Ziel der Firma, das Verkaufen von Produkten. Dann die dritte Säule ist all das, was direkt mit Produkten zu tun hat.
Wobei wir natürlich das Wort Produkt in der Taxonomie selbst vermeiden, denn Produkt ist sehr, sehr vieldeutig. Aber die Idee ist, dass all das, was irgendwie ein Teil von einem Produkt ist, ob es jetzt ein Einzelteil ist, ob es eine größere Komponente ist oder ein ganzes System ist, dass dort in dieser Säule sich wiederfindet. Und rechts, die rechte Säule, Management und Support, ist eben all das, was man noch braucht in einer Firma, um wirklich Produkte dann auch zu fertigen und zu verkaufen. Also alles Controlling, Financing und so, alles, was notwendig ist, die ganze Verwaltung der Firma, Human Resources und so, das ist dort abgebildet. Wir haben den Anspruch, mit den Bosch Topic Areas wirklich jedes Themenfeld, jedes Thema, jeden Bereich, den es bei Bosch gibt, wirklich zu sortieren. So sieht es dann praktisch aus. Das ist jetzt mal ein Auszug aus den Themenfeldern oder aus den Bosch Topic Areas in Form einer Excel-Liste. Wir haben also in der ganz linken Spalte, wo Code steht, haben wir diese ID, von der Lothar eben gesprochen hat, die wirklich eindeutig ist, die aber jetzt, sagen wir mal, für den Anwender nicht so wichtig ist. Wenn man sie kennt, ist es gut, aber in der zweiten Spalte, da wo jetzt Bosch Topic Areas drüber steht, Level 1 bis 5 oder 1 bis 6, das sind die eigentlichen Begriffe, um die es geht. Und wir haben natürlich bei der Gelegenheit, wenn wir schon Begriffe festlegen, auch gleich eine Übersetzung dabei. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Englisch und Deutsch immer mit drin. Ich weiß nicht, ob es später nochmal kommt. Also wir haben auch in anderen Ländern die Topic Areas in anderen Sprachen mit übersetzt. Dort gibt es also auch von den Begriffen dann eben das Ganze auf Japanisch und so weiter. Das ist also auch eine gute Gelegenheit, um wirklich feste Übersetzungen zu definieren. So, wenn wir jetzt in dieser zweiten Spalte gucken, dann sehen wir also jetzt mal dieses eine Feld Technology Application, was wir gesehen haben. Das erscheint da oben, ist aber nicht weiter ausgeführt. Das nächste ist dann eben Technologie. Und das ist jetzt so ein bisschen detailliert, das ist jetzt aufgeklappt sozusagen. Da gibt es dann zum Beispiel die Begriffe Energietechnologie, Materialtechnologie, Software, Electronics und Produktion. Und zwar den Produktionsprozess, und der ist nun wieder weiter aufgeklappt und detailliert. Da sieht man dann, da gibt es Process Technology, Measuring Technology, Manufacturing Technology, und von den Einträgen ist nun wieder die Fertigungstechnik weiter aufgeklappt. Da gibt es Urformen und dann eben ja weiter detailliert, wie man es dort eben sieht, das Gießen, das Pressen und so weiter. Diese Struktur haben wir übrigens auch übernommen von der DIN, die es dazu gibt. Das hat schon jemand vor uns festgelegt und das haben wir natürlich mit eingebaut. Also immer wenn es schon anerkannte Strukturen gibt, externe Strukturen, dann sind die natürlich nach Möglichkeit auch verwendet worden bei uns. So kann man sich das also vorstellen und so ist es auch eine Form, diese Taxonomie darzustellen. Das kann man dann mit Hilfe von Excel aufklappen, zuklappen, durchsuchen und eigentlich ganz gut handeln. Man sieht dann rechts den Status. Das ist jetzt einfach eine interne Nummer. Das ist jetzt hier 40. 40 ist der Status gültig. Und so wie Lothar das eben schon beschrieben hat, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben also eigentlich immer alles, was jemals in dieser Taxonomie drin war, ist auch drin. Und wenn man eben die aktuell gültige haben will, dann muss man eben filtern nach dem Status 40. Dann bekommt man die Struktur, so wie sie im Moment gültig ist. Aber es geht nichts verloren, das, was mal drin war oder Begriffe, die mal an anderen Stellen waren, die findet man trotzdem noch. Und man kann auch nachvollziehen, wo sie mal waren. Ja, das war eben der Einblick in die Detailstruktur. Jetzt haben wir natürlich auch die Sache, dass wir nicht einfach sagen wollen, okay, wir sind jetzt die Allwissenden, wir geben das vor, was alles existiert bei Bosch, die ganze Struktur, die ganze Taxonomie, sondern wir arbeiten natürlich mit den Leuten zusammen, mit den Bereichen, in denen die Leute selbst ja Experten sind. Das heißt, wir sind so vorgegangen, dass wir erstmal eine initiale Befüllung gemacht haben der Struktur, der Taxonomie, also einen Vorschlag gemacht haben und haben gesagt, so Leute, wir haben euch jetzt rausgesucht als Topic Owner in euren Bereichen. Guckt doch mal bitte für euren Bereich die Struktur an. Passt das so? Sind das so die Begriffe, die ihr verwendet? Arbeitet ihr so? Kann man das so strukturieren? Dann haben wir Feedback bekommen, dann haben wir eine neue Version erstellt und so sind wir im Dialog mit den Leuten eben zu einer endgültigen Version gekommen, die natürlich trotzdem weiterlebt. Das heißt, wir kriegen jetzt immer wieder Anfragen,
je nach Anwendung und je nach Verwendung der Taxonomie kommen zum Beispiel Leute auf uns zu und sagen, ja, pass auf, wir verwenden das für unseren Bereich in dem Tool ProCodex. Da geht es also zum Beispiel um das Sortieren von Regularien, von externen Regularien, an die man sich halten muss mit seinen Produkten. Da möchte Bosch sicher gehen, dass wir wirklich, sagen wir mal, maximal auf allen Märkten der Welt alle Regularien, die dort gelten, auch wirklich einhalten mit den Produkten. Das muss natürlich dann alles untersucht werden, recherchiert werden. Und da haben wir festgestellt, da passt für unseren Bereich diese Struktur nicht ganz. Da müsste man was einfügen oder müsste man was ändern. Dann machen wir das natürlich. Denn wir gehen davon aus, dass die Leute in ihrem Bereich natürlich die Experten dafür sind. Sollte sich das irgendwie überschneiden oder enge Verbindungen haben mit anderen Bereichen, dann ziehen wir die Leute natürlich auch hinzu. Und so entsteht das eben im Dialog, die ganze Taxonomie, oder lebt im Dialog die ganze Taxonomie. Wir sehen gleich noch ein bisschen einen Ausschnitt von einem Prozess, von einem Lebenszyklusprozess. Es ist also nicht so, dass es einmal festgelegt ist und dann ist es so. Und es gibt jetzt in dem Sinne auch kein Review-Gremium, was dann irgendwann beschließt, jetzt gibt es eine neue Version für eine bestimmte Zeit. Natürlich haben wir Änderungen, die vorkommen, und wir warten halt, bis eine gewisse Anzahl von Änderungen aufgelaufen ist, und dann machen wir das auch wirklich aktiv, das Ganze. Man sieht ja so ein bisschen, ich möchte gar nicht im Detail darauf eingehen, diesen Prozess, den wir haben. Wir haben also jetzt von oben nach unten haben wir die Rollen ganz links in der Spalte von den Leuten, die beteiligt sind. Ganz oben sieht man den Status von links nach rechts. Da steht also jetzt Requested und Draft und dann Released. Das heißt, jeder, da steht Any Associate in der zweiten Reihe ganz links, kann also eine Änderung beantragen. Wir gucken dann, das sind wir dann, der Nächste, der da was unternimmt, der Administrator. Wir von CTD6, Lothar und ich, wir gucken dann, ob das formell in Ordnung ist, ob das unseren Kriterien entspricht, die Änderungen, die da erwünscht sind. Und dann ist es so, kommt das in die Struktur rein. Wir veröffentlichen die Struktur. Es hat eine gewisse Zeit lang noch diesen Status Draft. Und die Idee ist, dass die Community eben diese Struktur schon mal verwendet, auch wenn dieser Status Draft noch da ist. Und wenn wir dann keine Änderungswünsche mehr hören, dann bekommt es automatisch nach einer gewissen Zeit, bekommt es dann den Status Released. Dann gehen wir davon aus, dass es so, wie es verwendet wird, auch immer noch passt für andere und für die, die Änderung beantragt haben, ja sowieso. Das ist also ganz grob dieser Änderungsprozess, in dem eben zu betonen ist, dass wir nicht die Allwissenden sind, die das einfach vorgeben. Ja, was ist denn der Nutzen von so einer Struktur? Da möchte ich jetzt mal kurz drauf eingehen. Wir haben da verschiedene Use Cases, und bei uns ist immer der Wertbeitrag ganz wichtig. Hier haben wir es mal so ein bisschen versucht, strukturiert darzustellen. Wir können natürlich einmal sagen, diese Struktur, diese Bosch Topic Areas, die Taxonomie alleine sorgt dafür, dass jeder eine klare Kommunikation hat mit anderen Stellen. Das heißt, jeder ist ja in seinem Bereich, in seinem Firmenbereich tätig. Und wenn er mal von Begriffen aus einem anderen Bereich sprechen möchte, dann weiß er eben genau, wie das heißt und welche Begriffe er verwenden soll. Das heißt, es ist einfach eine klare Kommunikation sichergestellt. So, und jetzt kann man die Taxonomie ja verwenden für verschiedene Fälle, für verschiedene Anwendungsfälle. Und hier ist ein Beispiel rausgegriffen, zum Beispiel als Struktur für eine Expertisebeschreibung. Da hilft es den Experten, einfach das Networking über die Bereiche hinweg, das einfacher zu gestalten. Was natürlich letzten Endes auch wieder auf dieser klaren Sprache und eindeutigen Kommunikation beruht. Und die Experten sollen ja nun Produkte entwickeln, sollen Probleme in der Produktentwicklung lösen, sollen dafür sorgen, dass Produkte gefertigt werden und so weiter. Das heißt, sie kennen sich in ihrem Bereich aus. Und wenn aber zum Beispiel der Pumpenbereich in verschiedenen Firmenbereichen benutzt wird, also Pumpen spielen eine Rolle bei Haushaltsgeräten zum Beispiel, Pumpen spielen eine Rolle bei Verbrennungsmotoren zum Beispiel, dann sind diese Experten ja in verschiedenen Bereichen tätig, haben natürlich ihr Spezialpumpenwissen, kennen das Umfeld, was aber unterschiedlich ist. Einmal sind es Hausgeräte, einmal sind es vielleicht Verbrennungsmotoren. Dann hilft aber die Taxonomie, denn dort ist das Pumpen, die Pumpendetaillierung von des Themas Pumpen, ist dort so gegliedert, dass es für beide Bereiche passt.
Das heißt, die können sich also gut verstehen, werden sich verstehen, auch wenn sie unterschiedliche Hintergründe haben. Ja, wenn ich natürlich Experten suche mit einer bestimmten Kompetenz, mit einem bestimmten Expertenwissen, dann weiß ich anhand der Taxonomie, wonach ich suchen muss, denn das sind die Begriffe, die vorkommen in diesem Bereich, in diesem Expertenwissen. So sorge ich also immer, und das ist der letzte Punkt, wenn Experten ihre Expertise anbieten und ich diese Expertise suche, dann muss natürlich so sein, diesen Perfect Match kriege ich natürlich nur hin, wenn der Suchbegriff und der Expertisenbegriff, wenn die gleich sind, dann finde ich also genau den richtigen Menschen, den ich suche, um mein Problem vielleicht nochmal zu beleuchten, zu diskutieren, zu lösen vielleicht sogar. Und dafür hilft mir die Taxonomie, dafür helfen die Bosch Topic Areas. Ich weiß, wonach ich suchen muss und der Experte bietet eben seine Kompetenz unter diesem Begriff an, der Taxonomie entspricht. Und hier ist es nochmal dargestellt, die Bosch Topic Areas als Kommode sozusagen, als Schubladenkasten mit vielen Schubladen. In den Schubladen haben wir diese Puzzleteile drin, das sind Begriffe aus der Taxonomie. Die Schubladen sind eben die Bereiche der Taxonomie, das ist die erste Ebene. Die mache ich auf, suche mir das raus und habe dann eben diese beiden Sachen. Ich habe eine Person, ich habe eine Aufgabe. Wenn ich die passende Person für die Aufgabe suche, dann suche ich nach jemandem, der eine bestimmte Expertise hat, die in der Taxonomie abgebildet ist und dann kommen die beiden auch zusammen. Dann habe ich diesen Perfect Match von Aufgabe und Experte, der Aufgabe gerecht werden kann. Dann haben wir dargestellt die Anwendung der Bosch Topic Areas für verschiedene Zwecke. Einmal für Sachen, die eben vorkommen bei uns im Unternehmen. Das sind einmal die Anwendungen, die Tools, die meistens eine Suchfunktion haben. Oder ich vergebe Tags, ich vergebe Keywords. Dann sollten die nach Möglichkeit aus dem Bosch Topic Area stammen. Das wäre zum Beispiel das erste, wo steht Applications. Das ist damit gemeint. Dann gibt es ein sogenanntes Technology Review. Das sind eben Vorgehen bei uns in der Firma, wo man sich einen Überblick verschafft. Was haben wir alles für Technologien gerade im Angebot? In welchen Produkten findet sich was wieder? Wo die Entwicklungsbereiche aufgefordert sind, das zusammenzustellen. Und da wird auch strukturiert in diesen Reports, in diesen internen Reports nach den Bosch Topic Areas. Allgemein für die Suche, das ist der Teil mit Search, ist es eine Rolle und zwar spielt es eine Rolle und zwar für die Enterprise Search insgesamt kann ich die Begriffe aus den Bosch Topic Areas verwenden, um eben gezielt zu suchen. Beim Kompetenzmanagement spielt es eine Rolle. Also immer, wenn ich Sachen sortieren möchte intern, dann kann ich eine Taxonomie benutzen, dann kann ich die Bosch Topic Areas benutzen. Man kann genauso auch Trainings, die ich sortieren möchte, also jemand ist für das Portfolio Software zuständig und möchte alle seine Trainings, die er jetzt verantwortet, einsortieren nach bestimmten Oberbegriffen noch, dann guckt er in den Bosch Topic Areas und sortiert seine Trainings entsprechend. Genau, und hier sind jetzt konkrete Tools zum Beispiel rausgegriffen, das wäre jetzt die erste Säule für Applications. BEO ist eine Anwendung, die Bosch Experts Organization, das ist die Abkürzung dafür. Und zwar strukturieren wir dort die Expertise der Experten nach den Bosch Topic Areas. Das BECS ist etwas Ähnliches, wo eben ausgeschiedene Mitarbeiter die Möglichkeit haben, nochmal über eine Management Support Firma nochmal als Berater tätig zu sein bei Bosch. Und da muss ich ja auch diesen Berater als Experten suchen letztendlich. Da ist also ein ähnlicher Suchmechanismus hinterlegt, der auch die Bosch Topic Areas verwendet. ProCodex, ich habe es vorhin schon kurz angerissen, das ist ein Tool, in dem Regularien verwaltet werden, damit wir sicher gehen als Firma, dass unsere Produkte, die wir auf den Markt bringen, eben auch den jeweiligen Marktregularien gerecht werden. Da muss ich also ganz viele Regularien verwalten und bin natürlich interessiert, dann zu wissen, ja, gelten die jetzt für meinen Bereich, gelten die jetzt für Hausgeräte oder gelten die eigentlich nur für Verbrennungsmotoren, wenn es da um Pumpen geht. Das heißt, da muss ich auch strukturieren und verwende die Bosch Topic Areas. iCube ist auch so ein internes Tool, wo es um Innovationen geht. Dort habe ich auch das Bedürfnis, Themen zu sortieren. Und so kann man sich viele andere Plattformen, die dann eben rechts noch dargestellt sind, kurz mit ihren Begriffen vorstellen, wo ich auch suchen kann und Themen strukturieren möchte. Genau, und die Vision ist eben über die Bosch Topic Areas natürlich als Suchbegriff
wirklich alle Datenquellen, die kann man sich jetzt rechts vorstellen, da in diesem Kasten, sind es viele, viele Datenquellen, über die ich suchen kann in der Firma und jeweils immer Informationen zu dem bestimmten Thema aus den Bosch Topic Areas bekommen kann. Und so kann ich mir eben einen Überblick verschaffen und zum Beispiel, wenn ich eben einen Experten suche, mir überlegen, okay, was ist jetzt der beste Experte? Nehme ich jetzt diese Person, diesen Kollegen, der aufgetaucht ist bei der Suche, weil er sich mit den Trainings gut auskennt zu dem Thema, weil er vielleicht mal einen Forschungsbericht geschrieben hat zu dem Thema, weil er vielleicht ganz besonders viel gepostet hat in den Social Media bei uns zu dem Thema. Ganz, ganz abhängig davon, wie ich eben unterwegs bin und mit welchem Hintergrund ich eigentlich jetzt gesucht habe zu dem Thema. Und dann natürlich unsere Vision, dass wir da ein Tool haben, was möglichst automatisch über alle Datenquellen sucht und dem User das möglichst mundgerecht darbietet und ihm auch genau zeigt, warum jetzt bestimmte Sachen gefunden worden sind, nämlich genau, weil Forschungsberichte geschrieben worden sind, weil es ein Autor eines Forschungsberichts ist, weil es jemand ist, der gepostet hat und so weiter. Das ist unsere Vision, die wir noch nicht ganz für alle Datenquellen zur Verfügung haben, aber an der wir arbeiten. Ja, und dann haben wir noch eine andere Sache, und zwar ist eine Taxonomie auch gut für eine Strategie. Und zwar haben wir zum Beispiel, das ist jetzt hier kurz dargestellt, wir haben links das Beispiel einer Taxonomie, wie man sie auch, oder sagen wir mal, einer Struktur, wie man sie im Internet findet. Unten ist die Quelle angegeben. Das Ganze nennt sich in dem Fall Capability Map und bezieht sich auf die IT-Struktur speziell in der Firma. Da geht es um sogenannte Capabilities, die ich nochmal separat als Taxonomie aufgebaut habe. Und dort kann ich natürlich, wenn ich mir Gedanken mache zu einer sogenannten Enterprise Architecture, muss ich dort auch mit der Taxonomie vorgehen. Unsere Taxonomie, nach der wir vorgehen, das sieht man rechts. Die erste Ebene ist mal dargestellt. Die ist sehr ähnlich in großen Firmen, denke ich. Man erkennt auch unsere Struktur aus den Bosch Topic Areas wieder. Und wenn ich also eine IT-Enterprise-Architecture aufbaue, dann brauche ich auch eine Taxonomie. Dann muss ich das genau unterteilen. Wer ist für was verantwortlich? Fällt dein Bereich noch in dieses Thema rein oder ist es schon das andere Thema? Das muss ich also genau aufteilen, um dann sagen zu können, das ist jetzt Bereich 1 und das ist Bereich 2. Und für Bereich 1 gilt das und für Bereich 2 gilt das. Dann haben wir noch dargestellt, also rechts sieht man so einen Ausschnitt aus einem Excel-Sheet, wo wir also für unseren Bereich, für unsere Abteilung eine Strategie entwickelt haben. Da müssen wir jetzt auch nicht im Detail drauf gucken, aber dort sind wir auch vorgegangen nach dem sogenannten TOGAF-Modell. Das sieht man rechts, links, Entschuldigung, das sind die gelben Kreise dargestellt. Und da ist eben eine Sache, das ist dieser Block C, Information Systems Architecture, die unterteilt sich in Data Architecture und Application Architecture. Man erkennt also das aus der Capability Map wieder. Das findet sich dann also sogar bei uns in der Abteilungsstrategie, findet sich das dann wieder, die konkrete Anwendung. Und so haben wir unsere Themen strukturiert und haben das als Template für die Entwicklung unserer Strategie benutzt. Das heißt, auch dafür ist es sinnvoll, Begriffe zu definieren und zu sagen, wie man die ganzen Felder, die man bearbeitet, sortiert. Ja, und das war's im Prinzip. Genau, also vielen Dank. Das ist das, kurz im Überblick dargestellt, was wir machen mit den Bosch Topic Areas, mit unserer Taxonomie, mit verschiedenen Anwendungsfällen dargestellt. Und jetzt würde ich einfach fragen, gibt es Fragen? Ja, danke. Und erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe mich gefragt, wie die Topic Owner ausfindig gemacht werden. Also vor allem, wenn jetzt die Expertise nicht durch die Abteilung klar wird, insofern, dass man weiß, okay, die Abteilung beschäftigt sich jetzt mit dem und dem Verfahren und deswegen ist klar, dass wir da suchen, sondern gerade wie man vielleicht die Topic Owner findet, wenn die jetzt aus irgendwelchen, ich weiß nicht, vielleicht frühen Abteilungszugehörigkeiten oder was auch immer, man hat ja immer so auch ein, zwei Themen, die vielleicht nicht, in denen man sich auskennt, die vielleicht jetzt nicht mit dem Arbeitsalltag konform gehen. Ja, genau. Da haben wir gar nicht so genau geguckt und haben gar nicht so genau die speziellen Experten rausgesucht, sondern haben das unseren Ansprechpartnern in den einzelnen Bereichen überlassen. Sondern wir haben gesagt, also pass auf, du, Herr Müller, du bist der Ansprechpartner für uns für den Bereich Haushaltsgeräte.
Wir möchten das hier überprüfen. Passt diese Struktur für euren Bereich? Frag das doch mal deine Experten bei dir und gib uns die Rückmeldung. Das heißt, wir haben das so gelöst. Wir haben nicht direkt die Leute angesprochen für jedes Thema, sondern einfach Koordinatoren gehabt, die das dann für uns gelöst haben. Und wenn ich da kurz noch zu nachfragen darf, dann gab es wahrscheinlich, also diese Koordinatoren haben dann hinterher noch die Info gegeben, wer jetzt eigentlich die Experten sind, und letztere sind jetzt sozusagen intern als Topic Owner verzeichnet. Ist das richtig oder sind das die Koordinatoren, die Topic Owner gerade sind? Wir haben also Koordinatoren gehabt, die uns gesagt haben, wenn es denn nochmal aufgeteilt werden musste, wer jetzt die Topic Owner sind, wen wir ansprechen können im Detail. Oft haben sie uns aber einfach bloß die Rückmeldung gegeben, dass es so passt, also haben uns erklärt. Und die eigentlichen Experten, die im Expertenverzeichnis drinstehen, fragen sich selbst ein. Also dieses Expertenverzeichnis wird auf eine andere Art und Weise erstellt. Da hatten wir auch in den Chat reingeschrieben, wenn ihr es gesehen habt, es gab schon eine Live-Session mit Jürgen zu diesem BEO, zu der Bosch Expert Organization. Da gibt es auch eine Aufzeichnung. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne anschauen. Ja, genau. Also da ist nochmal im Detail erklärt, wie das eigentlich funktioniert mit dem Expertenverzeichnis. Ja. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wie sind denn diese Informationen zugänglich? Gibt es dafür dann schöne Plattformen, wo die Mitarbeiter drauf zugreifen? Oder sind das diese, also das ist doch bestimmt schöner aufbereitet als diese großen Tabellen, oder? Genau, die großen Tabellen gibt es als Excel, wenn man mal alles haben möchte, alles sehen möchte und darin arbeiten möchte, also zum Beispiel jetzt Begriffe verschieben möchte oder irgendwas weiter detaillieren möchte. Und ansonsten ist es schon auch als Tool nochmal, sage ich mal, etwas nutzerfreundlicher noch verfügbar, ja. Das heißt, es gibt Plattformen, wo man dann entsprechendes Wissen oder Trainings findet, und es gibt Plattformen, wo man nach Experten suchen kann, und es gäbe Plattformen, wo man nach Informationen zu einem Bosch-Staubsauger, Trockner oder wie auch immer suchen kann. Genau, das wären unterschiedliche Plattformen. Und es gibt aber eben auch ein Tool, und da, das streben wir ja an, das war diese Folie mit der Vision, was möglichst alles absucht und eben einem die Ergebnisse zeigt. Also zum Beispiel, wenn ich auf der Suche nach einem Experten bin und dann mal erklärt, das kann ich auch auf einer Trainingsplattform gefunden haben, diese Information, und das aber nochmal klar herausstellt, wo das jetzt gefunden wurde, das Ergebnis. Vielen Dank auch für den interessanten Vortrag. Gerne. Ja, ich frage mal, ich gehe mal nochmal ganz zurück an den Anfang. Was war denn die Motivation, überhaupt eine so umfassende Taxonomie zu erstellen? Also kam da jemand zu euch und hat gesagt, wir brauchen das? Oder habt ihr gesagt, wir denken so aus einer Wissensmanagement-Sicht heraus, das wäre sinnvoll, und habt dann Werbung gemacht? Die Taxonomie, die ist schon über 20 Jahre alt. Also wir haben jetzt letztes Jahr 25 Jahre Bosch Experts Organization gefeiert. Wahnsinn. Und die Taxonomie gründet eigentlich aus dieser Bosch Experts Organization oder aus dem Vorläufer raus. Da muss man zurückgehen ins Jahr 1996, wo wir angefangen haben, hier Listen zu führen von Experten aus verschiedenen Bereichen. Also da hat es angefangen. Und dann ist man relativ schnell draufgekommen, dass man Überbegriffe bilden muss. Also man muss clustern. Ne? Man möchte gleich mit Gleichem sortieren. Das ist der Jürgen schon gesagt hat. Also ich möchte die Kollegen zusammenbringen, die sich zum Beispiel mit dem Thema Pumpen auseinandersetzen. Sei es jetzt im Bereich Haushaltsgeräte, sei es im Bereich Industrietechnik oder sei es im Bereich Automobiltechnik. Die Technologie, die Physik ist die gleiche sozusagen, aber der Anwendungsfall ist unterschiedlich. Und damals wollte man die Synergien heben, dass man jetzt Erfahrungen über die Bereiche hinweg teilen kann und schneller zu einer Problemlösung kommen kann. Und dazu braucht man halt diese Cluster, und wir brauchen eine kontrollierte Sprache, dass also jeder von dem gleichen Begriff die gleiche Idee hat. Also wenn man es zum Beispiel als Beispiel nimmt, im Englischen heißt es Fuel, also für Kraftstoff, aber daneben noch Treibstoff. Und jetzt, wenn ich jetzt die Experten unterschiedlich benenne, einer nennt sich Treibstoff, einer nennt sich Kraftstoff, dann komme ich schon nicht zueinander. Also dann, ich brauche irgendwo eine Definition, von welchem Begriff oder von welcher Technologie rede ich jetzt. Und so ist es entstanden und gewachsen. Am Anfang nur über die Montagetechnik, dann wurde schon Fertigungstechnik draus, dann kamen noch andere Bereiche dazu,
wie Engineering, Entwicklung sozusagen und auch Softwaretechnik. Und mittlerweile haben wir auch die nicht-technischen Themen hier verortet, weil wir brauchen Experten jetzt für das agile Umfeld, brauchen wir auch Experten aus den nicht-technischen Bereichen. Und so wollen wir im Prinzip den Bosch transparent machen mit seinen Themen. Wir versuchen, den Bosch in seinen Themenvielfalt abzubilden, sodass sich jeder irgendwo als Experte zu einem Thema zuordnen kann. Zum Beispiel, oder dann, dass man halt sortieren kann, wo habe ich hier meine Präferenzen, und dann kann man natürlich auch sehen, wo habe ich vielleicht Lücken, also wenn man es Richtung Kompetenzmanagement nimmt oder sowas, wo muss ich vielleicht was aufbauen, und so kann man dann diese einzelnen Cluster sehen, ja. Da habe ich direkt noch eine Frage. Ihr habt ja selber jetzt immer wieder auch diesen Begriff der kontrollierten Sprache verwendet. Wie eng ist denn da die Zusammenarbeit oder auch die Nutzung mit Unternehmensbereichen, ich sage jetzt mal technische Dokumentation, Übersetzung? Ne, das ist ja dort, ne, da gibt es ja auch so Termdatenbanken und Ähnliches. Nutzen beide die Bosch Topic Areas? Also wir führen noch eine separate Unternehmensterminologie. Also das kann man im Praktischen so dann sehen, wenn man jetzt ein Bosch-Produkt kauft, dann braucht man zum Beispiel einen Bosch-Wischer fürs Auto, Scheibenwischer, dann stehen ja die Begriffe für Scheibenwischer in mehreren Sprachen auf der Verpackung drauf, und diese werden von uns in einer separaten Datenbank geführt. Natürlich haben wir jetzt hier in unserer Taxonomie die entsprechenden Begriffe, die auch valide sind. Also die sind schon geprüft. Also wir nehmen jetzt keine Begriffe auf, die jetzt nicht üblich sind. Wir müssen da ein bisschen so den Spagat wagen, weil wir haben natürlich unseren eigenen Bosch-Jargon, der Technologie-Jargon, der auch nochmal unterschiedlich ist von Bereich zu Bereich. Also wir versuchen das so ein bisschen mit einzuführen. Deswegen, ich habe vorher gezeigt, Synonyme. Also es gibt Begriffe, die werden im wissenschaftlichen Umfeld, im öffentlichen Umfeld leicht anders benannt, wie jetzt bei uns intern. Aber wir versuchen, diese Begriffe dann nebeneinander zu stellen und sagen, hier, das ist das Thema. Es gibt zwei Ausprägungen von dem Thema, zwei Begriffe, zwei Synonyme. Aber das Thema ist genau dieses. Ja, danke. Ich habe noch zwei Fragen, die so übrig geblieben sind. Das erste ist, wenn ich für ein Topic, so ein Topic-Owner bin, dann kenne ich natürlich alle meine Begriffe, die in meinem Bereich sind. Wenn jetzt aber jemand, ich habe mal gesagt, so einen Wissensbaustein gefunden hat, für den das nicht der Spezialbereich ist. Ich könnte mir ja vorstellen, dass bei Waschmaschinen und Pumpen hat jemand ein tolles PDF gefunden und muss das jetzt verschiedenen Topics zuordnen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es dort Fehleinstufung gibt oder dass er nicht genau weiß, ob er es richtig zugeordnet hat. Ist das dann erkennbar? Gibt es dort in dem Bereich dieser Zuordnung Probleme und wie werden die gelöst? Sagen wir mal, das ist dann Sache der Experten sozusagen. Also da müssen sich die Experten dann drüber unterhalten, wie die Zuordnung sein soll. Wir haben ganz oft das Problem zum Beispiel bei Safety und Security zum Beispiel, die beiden Sachen auseinanderzuhalten und so weiter. Da gibt es Überschneidungen und ja, da müssen sich die Experten eben einigen von allen Seiten, wo das Dokument jetzt zugeordnet werden soll. Es ist nicht so eindeutig. Also mit der Taxonomie versuchen wir das eben eindeutig zu machen oder möglichst eindeutig zu machen. Und sagen wir mal, durch die Diskussion mit den Experten und der Experten untereinander wird es eben immer klarer und dann wird es irgendwann auch zugeordnet. Aber von alleine ist es nicht offensichtlich und wird auch nicht unbedingt klar, ob es jetzt falsch zugeordnet ist oder nicht. Irgendwann gibt es die Entscheidung, dort wird es zugeordnet und dann ist es so zugeordnet. Also wie finden die raus, wann sie sich geeinigt haben oder wer sich einigen sollte, wo es zugeordnet ist? Ich hatte jetzt so im Kopf gehabt, okay, wenn ich sowas finde und ordne das jetzt dazu zu, dass man vielleicht so eine Möglichkeit hätte zu sagen, ich habe das zugeordnet, bin mir aber nicht sicher, sodass also Experten dann zum Beispiel auch sehen können, dort gibt es was, wo derjenige das nicht genau wusste. Sonst muss ich ja erst gucken, wer sind denn die Experten und kann mit mir zusammen entscheiden, wo das zugeordnet wird. Oder tritt dieses Thema nicht so auf? Ja, doch. Also die Experten melden sich dann bei uns sozusagen. Also sie machen dann einen Vorschlag für eine Zuordnung und sagen, also ich habe mir das so vorgestellt, ich würde es so und so sortieren. Und dann kommen da aber manchmal eben auch, Änderungsanfragen an die Taxonomie zutage. Und dann gibt es die Diskussion mit uns. Also wir sind jetzt in dem Sinne nicht verantwortlich dafür und wollen das auch gar nicht zuordnen, sondern das überlassen wir den Experten.
Gut, die weitere Frage, das gehört eigentlich schon fast zu meiner letzten Frage. Wenn ihr das jetzt 25 Jahre lang einsetzt, habt ihr eine Unmengen Erfahrungen gesammelt. Wo sind denn so die Knackpunkte gewesen? Was waren früher mal Falscheinschätzungen? Was hat man korrigiert? Warum? Und in welche Richtung soll sich das weiterentwickeln, weil es da jetzt noch nicht so richtig optimal läuft und wo man sagt, es könnte noch besser werden? Ja, also sagen wir mal, wir waren sehr lange nur auf der Technikseite unterwegs. Das war also ein Painpoint die Jahre über, bis wir dann, sagen wir mal, das Go gekriegt haben, auch die nicht-technischen Themen abzudecken, weil wir kommen aus der Technikseite aus und das ist natürlich so ein bisschen eine strategische Entscheidung gewesen. Ja, man hat immer das Problem, dass es natürlich mehrere Sichten gibt, wie man jetzt ein Thema verorten kann in unserem Themenbaum. Und man muss sich halt für eine Position sozusagen entscheiden. Die kann dann nochmal umgehängt werden. Also wir können auch nicht, sagen wir mal, blind im Voraus irgendwelche Themen dort einsortieren, sondern wir machen das auch nur auf Zuruf. Wir haben das initial befüllt aus dem Wissen, das wir gehabt haben. Und der Rest kommt aus der Crowd raus, wie wir das einsortieren. Also es ist so, ja, so ein bisschen, ja, einerseits, sag ich mal, top-down, andererseits, up. Wir versuchen da ein bisschen die Waage zu halten. Wir sind natürlich kundenorientiert, das heißt, wir machen nur das, was natürlich unseren Kunden nützt und nicht Eigeninitiative irgendwie blind irgendwo im Elfenbeinturm stehen. Man muss natürlich auch Werbung machen dafür. Man muss natürlich auch dafür sorgen, dass es bekannt ist, dass es so etwas gibt. Und denn viele Leute fangen wieder an. Ich meine, es kommt immer auf das Ausmaß drauf an. Wenn es kleinere Sachen sind, dann ist es nicht so schlimm. Die machen für sich ihre eigene Sortierung, ihre eigene Taxonomie sozusagen. Wenn es ein Mini-Bereich ist, dann ist es okay. Aber wenn es eben größere Sachen sind, wo eben auch viele Bereiche der Firma dran mitarbeiten oder nutzen sollen, dann sollte es eben schon nach den Bosch Topic Areas ablaufen. Gut, danke. Dann würde ich sagen, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist ein spannendes Thema, aber auch nicht ganz einfach, ja, vielleicht so im ersten Einstieg ein bisschen spröde. Ja. Aber es ist natürlich eine tolle Vorstellung zu sagen, ja, wie ihr gesagt habt, ne, letztendlich diese riesige Wissenswelt von Bosch überhaupt mal transparent zu machen, um Anschlussmöglichkeiten zu eröffnen. Also das finde ich schon eine tolle Vision. Ach so, vielleicht eine letzte Frage habe ich noch. Wie viele Einträge hat eure Taxonomie denn aktuell? 6.000. Hätte ich jetzt fast mehr gedacht, ehrlich gesagt. Also ich meine, das ist schon, ja, jetzt, also, ich hätte jetzt fast gedacht, das ist noch mehr. Ja. Also ja, es kommt immer drauf an. Also es gibt sehr viele Unterschiede in dem Detaillierungsgrad von einzelnen Themen. Also es gibt Themen, die sind sehr detail. Da kommen wir tatsächlich über die 6 Ebenen und füllen die total aus. Es gibt Themen, da hört es auf Ebene 3 auf, sage ich mal. Also da ist dann der Detaillierungsgrad einfach nicht so hoch. Deswegen, also es wächst kontinuierlich, es wird immer mehr, sage ich mal, weil wir natürlich immer neue Themen hinzufügen. Es kann auch mal sein, dass Themen wegfallen. Also es ist nicht so, dass es ist immer nur mehr wird, sondern es kann auch mal weniger werden. Es lebt. Aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Bereiche, die kommen, sagen wir mal, mit Überbegriffen besser zurecht. Es gibt andere Bereiche, da muss man mehr ins Detail gehen. Es kommt ganz drauf an. Mhm. Ja, dann ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag an euch und danke an alle, dass ihr heute dabei wart. Ja, genau. Ja, gerne. Vielen Dank auch von mir. Ja, und danke an euch auch. Auch schönes Wochenende.